Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Tabs, dem Total Accurate Battle Simulator. Wir waren hier bei den Katapulten stehen geblieben, bei ein paar Katapulten, bei ein paar wenigen Katapulten, bei ein paar tödlichen Katapulten, möchte man sagen. Und der gute Sir Hans hat natürlich einen sehr, sehr hilfreichen Tipp in die Kommentare geschrieben, und zwar, natürlich, wir kennen es, womit besiegt man Katapulte bei Age of Empires? Mit Kavallerieeinheiten, weil Kavallerie ist schnell, kann im Notfall ausweichen und kann sie einfach im Nahkampf zerkloppen. Womit besiegt man Katapulte bei Tabs? Ihr ahnt es vielleicht schon, ne? Es ist ja relativ klar, es ist ja auch relativ einfach mit dem Da Vinci Tank. Womit denn sonst? Also, ganz ehrlich, als der Da Vinci Tank. Nun, er war natürlich nur ein Scherz, neben die Joestar. Die guten alten betrunkenen Kavallerieeinheiten. Und weil das so lustig ist. Balloon Archer. Und ich den nicht kenne, nehmen wir Balloon Archer dazu. Okay. Let's go! Betrunkene Kavallerie! Oh wow. Die feuern schneller als gedacht. Okay, aber die haben wahrscheinlich auch eine Mindestreichweite, ne? Also die können nicht einfach so random feuern. Shit. Komm schon, Kavallerieman! You can do it, mate! You can do it! Oh, der Dude, wirklich. He does it! He does it! Victory is ours! Nice. Sehr gut. Auf Kavallerie ist einfach immer Verlass, Leute. Immer. Dann haben wir jetzt Sneaky Tribe. Oh, die verstecken sich hier wahrscheinlich in der Höhle und ich sehe sie nicht. Da ist übrigens, ne? Können wir uns hier was gönnen? Okay, Sneaky Tribe. Show me what you can do, mate. What you can do. Alter, die werden einfach zerpflückt. Alter. That's brutal, Leute. That's brutal. Haben wir jetzt vielleicht hier? Das ist immer nur ein Feuer, ne? Hat überhaupt nichts zu heißen. Egal. Hallo? Hilfe. Da ist der Hauptling. The War Chief. We call him. Das hat nicht so funktioniert. Dann machen wir es anders, Leute. Wir machen was anders. Walk forward, my army! The Blood Army of Death. In den Schildwall. Der Barbaren. Chingoi! Alter. Das ist ein Gemetzel! Okay, ich glaube, das gewinnen wir nicht. Schwierig, Leute. Schwierig! So, ne? Jetzt mal hier ran! An den Monkey King. Ist dunkel, man kann nichts sehen, Leute. Die haben keine Chance, ganz ehrlich. Er ist der Monkey King. What you gonna do against the Monkey King? Nothing. Because you can't do nothing. Was ist das? Hinten kommen noch Leute. Guck mal, hier ist doch Ende. Ah, nee, ist gar nicht Ende. So eine geheime Höhle. Aber ich weiß nicht, wo meine Leute kämpfen. Ja, fuck. Gegen was hast du da gekämpft? Egal. Wir haben gewonnen. Nur darauf kommt es an. Final Destination. Hoplit. Okay, Bruder. Samurai versus hier Dings, ne? Kennt man. Aber, weil das natürlich auch ein bisschen unfair ist an der Stelle. Gibt es eine Einheit, die... Ah, hier, machen wir mal hier so einen Halfling als Kanonenfutter. Kanonenfutter! Go! Bang, Samurai! Zu zweit sind wir stark. Samurai Man! Oh! Er hat ihn mit seinen Fäusten besiegt, nicht mit seinem Schwert. Alles klar. Absolutely no ambush. No ambush whatsoever. Don't know why you think that. Okay. Absolutely no ambush, nehme ich mal absolutely no tank. Absolutely no tank whatsoever. Alter. Oh no! Ein Ambush! Wer hätte damit rechnen können? Niemand! Komm schon, Tank! Do it, Bruder! Zeig allen, dass Da Vincis Erfindung einfach die besten sind! Seine Kanonenwelle auch so random, ne? Einfach so. Einfach viel zu random. Alter.
Was ist da hier im Massaker? Defeat? What? Zack. Der Tod regelt, Leute. Der Tod regelt. Alter. Das ist absolut kein Ambush. Ich weiß nicht, wer das denken würde. Alter. Selbst Da Vinci's Panzer würde nicht gegen den Tod ankommen. Was ist denn los hier? Aufgespießt. Einfach nur aufgespießt. Sehr solide. Oh, shit. Mammoth Migration. Okay, da kommen wohl zwei Mammute. Mammutene. Da machen wir mal was ganz Lustiges. Und zwar machen wir hier hinten Pumpkin-Katapulte. Hier vorne Reaper. Und hier ein Swordcaster. Und 500 haben wir noch. Und hier zwei Candleheads. Lustig, lustig, funny, funny, let's go, würde ich sagen. So. Let's go! Gucken, was daraus wird. Mammuts haben mir schon viel geholfen in der Kampagne. Alter, da kommt der Schädelkopf, das Katapult gelöt. Ja, okay, der eine Mammut, ne, zwei Mammute sind schon mal tot. Ne, alle sind tot. Nur noch hier das eine Mammutgerät. Das Mammutena. So, das hat es auch erledigt. Zerpflückt. Och. Och, nee, oder? Och, das ist. Das ist doch doof. Hallo. Okay, wenn ihr damit kommt, Alter, komme ich hier damit. Verstehst du das? Immer. Ihr denkt, ihr seid krass, dann bin ich auch mal krass. Ja, stell ich was mal hier oben hin. Was lustig ist. Wer hier einen unten hin und da einen unten. Dann geht's ab, würde ich sagen. Dann ist hier mal Feierabend mit hier und so, ne? Von vorne ab habe ich noch, da können wir einen Blunderbuster mal auf beide Seiten stellen. So, jetzt gucken wir mal, wie das ausgeht. Okay, okay, die fallen direkt auseinander. What the fuck? Offensichtlich auch von den Gegnern nicht die beste Strategie gewesen. And now we're on a standstill. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, Theorie, sehr gut. Praxis, mäßig. So mäßig. Okay, dann müssen wir jetzt aber, wir müssen irgendwas machen, was die fertig macht, Leute. Wir müssen irgendwas machen, was die fertig macht. Das ist natürlich, besser gesagt als getan. Machen wir hier ein Candleheadchen, würde ich sagen, ne? Einfach an die Seite ein paar Candleheads. Warum nicht? Probieren geht über probieren. Bam, Alter. Eine Balliste direkt zerstört. Oh, Candleheads direkt zerstört. Das zerstören sich wieder einfach selbst. Das finde ich gut. Ist die Balliste auch weg? Oh, Hilfe. Oh, ihr schießt ja auf die. Das ist nicht gut. Wow. Vorsichtig. Meine Candleheads sind die einzige Chance, die ich habe. Einzige Chance, die ich sehe. Oh, die müssen hier hochklettern. Oh, ich hoffe, ihr werdet nicht. Ich hoffe, ihr werdet hier nicht weggeböllert. Das kann man wirklich für euch nur hoffen. Macht sie doch! Oh, einer hat's schon. Okay, den anderen kriegst du. Wir haben's geschafft! Haben wir es nicht geschafft? Doch, wir haben es doch geschafft, oder? Ne, guck mal, da ist mal. Okay. Er fährt einfach die Treppen runter. Victory is ours. Amazing. Was haben wir hier? Final Destination Berserk. Ah, da ist klar. Ein Berserker. Dann machen wir hier mal. Okay. The fuck? Ah, der ist hier. Möchte ich on a high jump? Alter. Thunderbuster. Er springt drüber. Und ich denke mir, Brudi, kriegst gleich einen Pfeil in die Fresse. Der Dude. Okay. Da! Ja! Der springt da drüber, ne? Okay, und dann springt er ihn an. Er springt zwei. Alter, die schießen sich einfach gegenseitig und dann sind sie komplett nutzlos. Boah, Alter, wirklich? Bitte verballert nicht direkt am Anfang. Okay, sie haben direkt am Anfang alles verballert. Und sie sind beide hingefallen. Alter. Komm schon, Samurai Jack! Komm schon, Zauberei, Mann! Töte ihn mit deinem Katana-Tötskills! Und er ist tot. Alter.
dumm er einfach ist. Wie dumm er auch einfach ist. Komm schon, Squire. Boah, Alter. Gegen den Doppelschlag. Gegen die Doppelschlagtechnik ist natürlich schlecht. Boah, Mann, du kriegst erstmal voll einen auf den Kopf. Oder mit dem Kopf. Auf den Kopf. Berserker gegen Brawler. Let's go. Ins Gesicht. Komm schon, Brawler. Komm schon, töte ihn. Hoho. Oh, en garde. Gucken, auf wen er geht. Den Painter zuerst. Dann kann der Fencer sich erstmal vorbereiten. Dann en garde. En garde. Defeat. Victory! Die Clubber. Masse over Klasse, sage ich immer, Leute. Masse over Klasse. War natürlich auch ein mega smarter Move von mir, einen hier quasi als Kanonenfutter an die Seite zu stellen und zwei hier sneaky unter die Brücke, damit der Gegner denkt, alter Bruder, da ist nur einer, den schnapp ich mir, der hat ja nur eine Keule. Ich habe zwei Äxte und einen Bart. Aber ich bin halt smart. Bruder! Mammut sind da. Magier auch. A Grand Scale Battle, Leute. A Grand Scale Battle. Der mit seinem Heumantel kommt an und denkt sich einfach, ey, ich bin auch da. Oh, da kommt noch ein Schubkarren. Ein Mammut ist tot, glaube ich. Ja, aber wir haben trotzdem gewonnen. Es war ein easy victory. Easy, schneeze, papaisy. War Knight, Alter, hier, die sind krass hier, alles. Was kann man da mal hier, machen wir mal hier, ne, da passen ja zwei perfekt. Zack. War Knight gegen den Tod. Zack. Was ihr tun wollt, hab ich gehört. Alter, die halten sogar einen Blow von dem Tod aus, ne, das ist krass. Weil ich einen krassen Blow. Da kann sie ja nicht einfach so aufspießen, weil die haben keine Rüstung. Holy crap. Kamera, what are you doing, mate? Geslashed und gemashed. Still nothing to see here. Still nothing to see here. Oh, no, there is nothing. Absolutely nothing. Okay, dann zeige ich euch jetzt mal, was ich davon. Ah, lol. Die habe ich wirklich nicht gesehen. Ja. Ihr werdet keinen Spaß haben an dieser Begegnung. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Das ist einfach, you're dead. Okay, Mr. Toad. Eskalieren Sie bitte nicht so komplett. Final Destination Bone Mage. Ja, das ist doch schon wieder. Das ist doch schon wieder Quatsch. Der Vampir hat's gerissen, im Endeffekt. Thrice Power. Okay. How about Sword Power, I guess? Und ein Skeleton Archer. Let's go. Fire in the hole! Alter. Haltet Stand! Haltet Stand! Easy. Easy Victory, Bruder. Easy Victory. Okay, ein Level machen wir noch in der Folge und dann, fuck, all the archers. War mal da. Oh, Mammut! Mammut, Mammut! Alter, er zersmasht die halt wie ein wildes Mammut, könnte man sagen. Alter, er wird einfach übertrampelt! What you going to do, mate? Oh, da ist noch einer. Ein Schlangenarcher ist noch da. Mammut Power! Sieht halt echt ein bisschen dämlich aus, ne? Dämlich, aber stark. Das ist. Wir haben einen Titel für die Folge, Leute. Wir haben einen Titel für die Folge. Ich bin sehr stolz auf uns. Also, huch, da war mir ein Mikro. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao.